Herzlich willkommen bei Gerrit Manöverblog. Heute bin ich nicht alleine. Mit dabei mein Junior, mein Großer. Er hat schon seit längerem gewünscht, einen Flieger, also ein Flugzeug. Er hat gesagt, er will nicht immer nur am Boden sein, sondern will er fliegen. Ja. Und da haben wir jetzt von Hobby 24 Work, haben wir uns jetzt so einen Einsteigerflieger gekauft. Das ist der DHC A600. Das ist praktisch so ein Einsteigerset, kostet glaube ich 119 Euro. 118. Oder 118, ja. Und den packen wir jetzt aus und dann gehen wir, wenn wir ihn auspackt haben, gehen wir am Nachmittag fliegen damit. Schauen wir mal. Willst du auspacken, also ich? Mach mal Hälfte. Aha. Entschuldigung. So. Alles geht. Und dann. Warum machst du das so? Weil das Wasser geht. Nein, passt okay. Ja. Jetzt stellen wir rüber. Anleitung drinnen. So, was haben wir da? Wir haben da mal die Flügele. Ich will es ausbauen. Ja, schau, dass du es nicht abbrichst, gell? Der Flieger ist ein Styropor. Geh noch weiter, ich weiß, wo sie ist. Ja, da ist drinnen ein Ladegerät ist drinnen. Dazugehörige Lader, die Akkus, die Lipos werden, die dabei sind, über einen Balancer praktisch geladen. Da ist okay. Das ist leicht, das ist zu narrisch. Da ist aber noch ein Papa, da ist noch ein Fliegel. Das ist der Flügel praktisch, ja? Ach so. Da sind die Servos zum Lenken. Die werden dann eh grob gestellt. Das ist einmal der Flügel. Okay, nehmen wir ihn wieder her. Dann da drinnen die Fernsteuerung. Entsprechend. Was ist das da hinten? Ach so, das ist für die Seiten. Das ist das Ruder, wird das sein, ja? Der Ruder oder irgendwas muss man so durchschauen beschreiben. Das ist das Ruder, das weiß ich. Ja? Du hast da praktisch, da wirst du wahrscheinlich zeigen, sinken. Nein, Gas geben du es da, oder? Da glaube ich, dass du nach unten steigen, ja. Sinken. Ja, das schauen wir uns dann die Anleitung durch. Da können dann ein paar drin, können da rein. Nicht Locher, es können auch wahrscheinlich rein. Haben wir da ein kleines Sackerl drinnen. Ja, guck aus, ist auch was du hast. Ja, nicht glaub vor meinem Hand da. Ein Flieger, du wolltest den haben. Ja. Und du was da dafür? Drin, das ist Lande, Pistanarisch. Das hintere Rad vom Vorwerk. Das hintere Rad vom Vorwerk. Das ist das vordere. Das vordere Vorwerk. Das werden die Stangen sein zum Lenken, schätze ich mal. Ich bin neugierig, wie lange das gelebt. Kohlefaser. Die anderen Stangen. So, wie ich schon gedruckt. Und das ist der Lipo-Akku mit 300 mA, 7,4, also mit 2S. Und das ist der Propeller. So, gut. Schaffen Sie auch mal dabei. Gut, ich tue mal den Flieger raus. Ich. Nein, da trinkt man selber Reserve. Okay. Jetzt habe ich trocken, stellen wir auf die Seiten. Da drüben auf die weiße Fläche auf. So. Das ist jetzt praktisch der Flieger. Die XKA 600. Da drinnen ist die ganze Elektronik, wie ihr seht. Servo für Ruder und Sachen. Der Propeller. Da vorne ist der Fahrstreckmotor drinnen. Und jetzt werden wir uns die Anleitung anschauen, wie wir den zusammenbauen. So.
Also da steht es einmal. Text? Ist auf Deutsch, ja? Die Anleitung, was Manual, also die Anleitung ist nur in Englisch. Aber so viel schaffen wir das schon. So, da hast du jetzt beschrieben, Gerald. Die Fernsteuerung. Mod ja. 1. Dream. European Version. Wir müssen schauen, wir haben die Mod 2. Wir haben da hier jetzt. Doch, ist doch das Gas geben. Der linke Seite, du hast recht gehabt, ja. Passt. Gas geben. IPF. Direction Trim, da kann man trimmen dann, das sind die Batterien. Zum Aufladen, den Akku immer dann noch gleich anstecken. So. Das schneidest du Wasser. Sicher. So. Da müssen irgendwie Schrauben auch dabei sein, oder? Ja, da ist einer. Einer nur? Ich brauche ja noch einen. Da gehört einer reingeschraubt. Ja. Da gehört da einer. Da gehört da, und die haben wir den Schrauben. Und schauen wir beim Hinterrad einmal. Kommen wir dann schon. Wenn einer dabei ist, wird es noch der sein. Ich muss kurz einmal zum Hinterrad schauen, ob man da. Nein, das Hinterrad gehört noch reingesteckt, oder? Ja, man kommt der Akku hin. Was ist ein Schrauben? Der Akku gehört unten rein. Keine dann Schrauben. Geht's weiter, die Räder anmachen, das Landegestell. So. Ja, wer kommt denn da? Ha? Jetzt geht's dir noch gut, oder? Stabilisatoren für den Flügel. So. So, jetzt ist er fertig. So. Ein großer Hart, gerade oben. Ja, da. So, haben wir einen Ersatzflügel. Da drüben ist die Kamera. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Nix. Na, jetzt sind wir. Jetzt warten wir, bis der Akku gelohnt ist. Und jetzt haben wir mal die Batterien rein in die Funke. Drüben angesteckt zum Aufladen. So, haben wir Batterien rein. Ich muss eine, die wir da. Auf du deine, ich hab's, das kannst du richtig. Ja, das schaust du. Ja, wenn du die Knüppel nicht abbrichst unten, halt in der Hand, ja, dann brichst du die Knüppel unten auf. Steck auf die Blende. Du kannst vom Boden starten, da können wir das Display, die Kamera. So, jetzt schauen wir uns einmal die Fernsteuerung an. Ich schaue, ob ich da ein bisschen zugezogen kann, dass ihr das besser seht. So, man sieht jetzt praktisch, da wenn man Gas gibt, sieht man hier den Ausschlag. Man sieht auch, dass der Propeller dreht entsprechend. Dann haben wir hier praktisch links. Rechts, welches Ruder sich bewegt. Dann haben wir hier praktisch hintere Ruder. Praktisch das. Dann gibt es da jetzt den. Das ist Ruder praktisch. Ja. Dann das sind die Knöpfe zum Trimmen praktisch, damit alles gerade steht. Da hinten gibt es noch keine Funktion.
Da gibt es also einen sogenannten 6D-Mode. Wenn das Auto... Flugzeug. Auto, Entschuldigung. Die macht ja gewohnt, wenn das Flugzeug entsprechend außer Kontrolle ist, kann man mit Drücken diesen Knopf, ist praktisch das Auto über den Gyro, über die Auto. Flugzeug! Ja, ich bin es nicht gewohnt. Ich habe bis jetzt nicht mehr Autos gehabt. Ja, kein Flugzeug. Dann geht das Flugzeug automatisch zurück in eine stabile Lage laut Anleitung. Und ja, die Fernsteuerung ist relativ handlich. Fliegen wird sowieso mein Sohn, wenn ich das fliege, ist sicher gleich hin. Er sagt, er kann das, er ist schon mal geflogen. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Ja. Dann haben das war der das Flugzeug, das sich mein Bursche so lange gewünscht hat. Ja. Und auch vielen Dank an Hobby24.org für die rasche Zustellung, die reibungslose. Und wir warten jetzt, bis der Akku geladen ist. Und dann werden wir fliegen gehen. Schauen wir, ob wir das können, ne? Ich glaube schon, dass ich es kann. Warum redest du so leise? Nein, ich kann nicht. Okay, passt, gut. Ja, dann machen wir jetzt auch einen Stopp und wir nehmen euch dann noch mit raus, wenn wir fliegen gehen. Jawohl, super! Du musst dich da hören. Ich hab ihn wieder drauf gekriegt. Das ist ein Wahnsinn. Für das, dass ich jetzt das erste Mal fliege. Cool machst du das, Grosser. Das ist nicht mal der Home da, dass ich noch fliegen kann. Ich ging nicht drauf. Hau ist er jetzt. Hast du? Ja, das ist wieder gut. Hau ist er. Ich will auch mal noch ein Lampen probieren. Probier. Da muss von Gas weggehen und rumfliegen auf der Wiesen. Aber weiter. Da lass noch oben kommen schon langsam. So, ja. Ja! Cool, Gerry, high five! Jawohl! Kommst du kurz rüber? Geil, warte, das ist ein Flugzeug für mich. Papa, glaubst du, Kind, dass du den fliegen? Was denn, flieg du? Wo ist er da jetzt? Jawohl! Spitze! Trink noch weiter, Gerald, trink noch. Jetzt die Flasche mit Eis. Schön, Alter. Wasser aufpassen, jetzt mach ich einen mega Kaffeesprung. Super, Gerald. Ja. Kurven. Kann ich ja viel mehr heute.
Pass auf, Papa. Sehr gut. Ich weiß, dass er dir. Weißt du? Leon, bitte schrei nicht so laut, ich tu da filmen. Dann gibst du mit. Okay, dann, wenn der Akku ist geladen auf dem Socken, dann komm ich mit. Kannst du dabei vorne oder auch nicht? Magst du mal drin vor sein? Da hinten habe ich früh aufgeregt. Das klingt, ha? Land lieber, weil ich will einen Akku haben, wenn es so mit der Drohne fliegt. Okay. So, wir sind jetzt zurück vom Fliegen. Juna seine Flugkünste habt ihr gesehen. Und wenn euch unser gemeinsames Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Oder? Also wenn es Fragen haben, die an den Flugmeister, bist du auch auf Instagram, oder? Ja. Wie heißt du auf Instagram? Geri.145. Wir sagen auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, freue mich euer Feedback. Auf meinem Blog www.modellbaublog.at gibt es dann noch weitere Bilder und Informationen zum Fahrzeug, zum Flugzeug. Ich bin jetzt so gewohnt schon mit die Autos. Zum Flugzeug, einfach Bilder und Informationen. Also dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Geri und Geri Junior.